Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es darum, wie ihr unfassbar schnell auf Weltstufe 4 leveln könnt. Also, ich würde das Ganze erst auf Weltstufe 4 machen, davor bringt das noch nicht so viel, aber auf Weltstufe 4, es ist unfassbar. Ich habe heute in einem Stream 20 Level gemacht, ihr seht das auch. Gestern im Video, wenn ihr euch erinnert, war ich gerade Weltstufe 3, Level 50. Und heute im Stream habe ich 25 Level oder so gemacht, also harte Level mit Paragon Board. Wenn wir uns das mal angucken, das wirklich gestört. Ich habe nicht eine Glyphe auf irgendeinem hohen Level. Wir haben irgendwie drei Gewölbe oder drei Nightmare Dungeons gemacht. Meine höchste Glyphe ist Level 9 und das Paragon Board ist einfach schon so weit, weil es so unfassbar schnell ist mit dem Leveln. Und ich erkläre euch auch, wie das geht. Im Prinzip könnt ihr von dem gestrigen Video eine Sache mitnehmen. Was ihr braucht, ist auf jeden Fall ganz viele von den Steinen und auch von den Elementarkernen. Und da seht ihr schon, hier geht es auch gerade schon wieder ab. Ihr sucht euch am besten ein Gebiet. Also erstmal müsst ihr Cosplay anmachen. Dann sucht ihr euch ein Gebiet, wo gerade die grausigen Garben aktiv sind mit dem Kelch hier. Und dann lauft ihr in das Gebiet rein und guckt auf der Karte, ob irgendwo ein Kelch gezündet wird. Das seht ihr, wenn das so pulsiert, dann ist der Kelch gezündet worden. Und da geht ihr hin. Und in den allermeisten Fällen sind da zwei, drei, vier Leute, die die ganze Zeit den Kelch zünden. Ihr könnt da natürlich auch zünden, wenn ihr wenn ihr die passenden Items hier habt. Ihr braucht die Kerne und die Steine. Kerne ist relativ teuer, weil Kerne kriegt ihr ja nur von den Prismen, habe ich euch ja gestern erklärt. Und dann könnt ihr hier einfach Stunden stehen, da kommen schon wieder zwei mehr, und diesen Kelch geben machen. Wichtig dabei natürlich ein Elixier zünden und ansonsten, ihr levelt so unfassbar schnell. Vielleicht kann ich mal ein paar Stream-Highlights hier reinschneiden. Es war so unglaublich, wie schnell ich da gelevelt habe. Gerade auf Low Level, auf Weltstufe 4. Ich war irgendwie auf Level 55 auf Weltstufe 4 und bin dann so unfassbar schnell gelevelt. Boah, ich habe gleich ein richtig schönes Inventar voll mit vermachten Items. Das wird so boosten und Level up. Also in Weltstufe 4 geht es hier übelst ab. Weltstufe 1 und 3 nicht so, aber Weltstufe 5 ist ja böse krass. Einen kleinen Downer gibt es, weil hier gibt es echt nicht viel Loot. Also itemmäßig ist echt bescheiden. Ich habe noch nicht ein einziges Unique bekommen. Ich bin Level 75. Ich habe noch gar nichts bekommen. Also nicht ein Random Drop oder sonst irgendwas. Das war ein bisschen schade. Aber was ihr hier bekommt, sind ganz viele Leitsteine. Die habe ich jetzt auf relativ okay im Level schon, würde ich sagen. Da werde ich auch demnächst noch ein Video zu machen hier zu den ganzen hallo? Zu diesen ganzen Dingern hier. Dass ihr da auf jeden Fall auch am Laufenden seid. Aber damit habe ich mich noch gar nicht befasst mit dem Sehneschall-Konstrukt. Weil es irgendwie total useless ist. Es gibt da ein paar Sachen, die ganz gut sind. Da werde ich euch auch im Video alles erklären, aber gerade im Aufleveln und Sammeln und so ist er nicht so spannend. Und ihr seht, ne, es wird wieder gezündet. Es geht voll rein, wenn ihr aufs Level achtet. Es geht voran, selbst wenn ihr dann Level 70 seid oder so, könnt ihr hier richtig, richtig schnell leveln. Jetzt ist der Kelch wieder vorbei. Jetzt wartet ihr einfach, ob ihr jemand zündet. Ansonsten zündet ihr einfach selber. Ist so ein bisschen wie damals in der Bluternte. Ihr erinnert euch mit den ja, da hat schon wieder jemand gezündet. Und so geht das die ganze Zeit, die ganze Zeit. Hier könnt ihr so unfassbar schnell leveln. Ihr kriegt ja auch den Bonus von den Leuten, die euch herum sind. Wenn ihr es schafft, dann macht ihr noch eine Gruppe mit irgendjemandem random und ladet den einfach ein hier, um eine Gruppe zu machen. Und dann könnt ihr hier richtig, richtig schnell leveln. Ich hatte erst gedacht, ey, das gibt bestimmt nicht so viel, weil Overworld, aber ihr seht ja, ne? Während ich hier rede, schaffe ich fast schon wieder ein Paragon-Level. Und das in der Overworld. Wichtig natürlich auch bei der saisonalen Segen hier den linken zu nehmen, Aggression, damit ihr nochmal 20% mehr Erfahrung bekommt. Und dann geht's hier ab, Leute. Das Video geht keine 5 Minuten Aufnahme und zack, bin ich ein Level Up. Also es geht wirklich richtig, richtig schnell. Also wenn ihr einfach mal stumpf eine Stunde leveln wollt, um Level 70, 80 oder sogar noch höher zu kommen, dann
könnt ihr das hier ganz easy machen. Ganz wichtig, Leute, macht das erst auf Weltstufe 4, weil ich glaube, vorher bringt das noch nicht so viel, weil ihr dann die ganzen Bonis auch noch nicht habt. Deswegen sammelt auf Stufe 1, bis ihr auf Weltstufe 3 geht, bei den Prismen hier die Steine und auch die Kerne, um dann in Weltstufe 4 komplett hier reingrinden zu können, zu Beginn und richtig schön hochzuleveln. Ja, das war's für das Video. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Levelt hier, was das Zeug hält. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Würde mich sehr über ein Follow freuen auf den Kanal, sehr über ein Like auf dem Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.